So, nachdem das letzte Spiel ja eher ein Reinfall war, gleich in die nächste Spielauswahl für eine weitere Folge und drückt die Daumen, dass das Spiel spielbar ist, weil sonst macht das ja für so eine Folge irgendwie wenig Sinn. Ah, eins von den ganz neuen, True or False. Ja, probieren wir mal aus, wie viel unsinnige Fakten ich korrekt weiß oder nicht korrekt weiß. Schauen wir es mal. So, immerhin, das Spiel hat 102 MB zum Speichern und will aber nur 19 MB runterladen. Dann kann ich direkt starten. Ja, willkommen im Spiel und erstmal Musik aus. Lustig, dass das Symbol aufbleibt. Also, wahr oder falsch? Und auf in die Kampagne. Ungefähr 37% aller gekauften Steam-Spiele werden niemals gespielt. Wahr oder falsch? Ich glaube, der Ansatz ist ziemlich hoch. Korrekt, that's true. Sehr schön. Albert Einstein war es Avid Bodybuilder. Ich glaube, da sind die Übersetzungen noch irgendwie halb ein Nicht-Bodybuilder. Okay, wahrscheinlich. Das war nicht richtig. Okay. Es gibt eine Blume, die nach Schokolade duftet. Ja, bestimmt. Oh, ich bin ein Schokoladenfan. Eine Errungenschaft freigeschaltet. Olympische Goldmedaillen bestehen nur aus 1% Gold und 92,5% Silber. Die sind nur vergoldet. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Okay, gut. Sparen Sie halt. Goldfisch an Neisser Gold nur Fisch. Warum soll ein Goldfisch kein. Also Gold ist er natürlich nicht, das ist klar. Aber dass er auch kein Fisch ist, was soll er denn sonst sein? Okay, also. Die Antwort war falsch und ich habe korrekt falsch ausgewählt und damit die richtige Antwort gegeben. Haha. Okay, ein einzelner Asteroid kann Metalle im Wert von 20 Billionen US-Dollar enthalten. Naja, warum nicht? Das Ding muss ja nur groß genug sein. Und ich bin die nächste Errungenschaft. Ich muss mir jetzt mal die Errungenschaften anschauen. Also es gibt 12 Errungenschaften. Zwei davon habe ich gerade schon bekommen. Einmal den Schokoladenfan. Beantworte die Frage über die Schokolade korrekt und die Asteroidenfrage. Oh, die olympische Goldfrage habe ich falsch beantwortet, deswegen habe ich die nicht bekommen. Die Vanillenblume habe ich auch nicht. Koalabär, Charlie Chaplin, Octopus, Alaska, The First Man in Space, Starry Night, Velociraptor und AC/DC. Also das sind Fragen, wenn ich die korrekt beantworte, kriege ich eine Errungenschaft. Wenn nicht, dann kriege ich sie halt nicht. Okay. Eine Kartoffel ist eine. Ist keine. Vegetable is a large bone. Nee, also eine Bohne ist es nicht, auch wenn es wahrscheinlich kein Dingsbums ist. Ja. King Henry VIII. hat mit einer gigantischen Axt geschlafen. Naja, die wird er vielleicht nicht nur im Kopfkissen gehabt haben, aber wahrscheinlich hat er sie irgendwo an der Wand gehabt. Okay, stimmt nicht. Auch gut. Na, dann halt nicht. Die Blüte der Vanille öffnen sich nur für 2 bis 3 Stunden, bevor sie welken. Ja, ich glaube, die hatte so ein Ding. Juhu, wieder eine Errungenschaft. Medizinische Behandlungsfehler töten jedes Jahr 250.000 Amerikaner. Ja, wahrscheinlich, wenn nicht sogar noch mehr. Ja. Das Tetris-Titellied ist in Wirklichkeit ein russisches Volkslied mit dem Namen Korobeiniki. Also der Tetris zumindest original in Russland sozusagen erstellt wurde, also eigentlich ein russisches Spiel ist, auch wenn es da nicht den Erfolg hatte, kann das durchaus sein. Ja. Agatha Christie war eine Surferin. Agatha Christie, die Morde aufgeklärt hat, also ich habe nie gehört, dass die gesurft ist irgendwo. Okay, gut. Barack Obama was born in Kenia. Dann wäre er bestimmt kein Amerikaner. Genau.
Die Fingerabdrücke des Koale und die Fingerabdrücke des Menschen sind so ähnlich, dass Kriminalexperten manche Schwierigkeiten haben, sie richtig zuzuordnen. Vom Koala-Bär. Keine Ahnung. Okay, gut. Koala-Bär-Fingerabdrücke sind so ähnlich wie Menschenfingerabdrücke. So. Other than man, the elk is the only animal that celebrates birthdays. Anders als Menschen, der Elk. Elk? Ist das El? Elch? Ist der, das einzige Tier, das Geburtstag gefeiert. Naja, vielleicht, weil sie dann immer ihr Geweih verlieren. Und die jedes Jahr neu wachsen. Okay, war ein Fake. Gut. 1998 verkaufte Sony einen Camcorder, der durch Kleidung sehen konnte. Sehen? Die Frage ist, mit welchen Frequenzen? Weil Autos haben ja heute auch Kameras, die im Dunkeln sehen können. Und wer weiß, was da noch alles möglich ist. Infrarot und Co. Ja, okay. Es gab also tatsächlich so einen Camcorder. Die große Pyramide von Gizeh hat 4 Seiten. Ach, du grüne Neune. Sind die Pyramiden alle 4-seitig oder sind die eher 3-seitig? Könnte ich jetzt natürlich schnell nachgucken. Aber ich denke eher, dass die wahrscheinlich nur 3 Seiten hat. Ja. Eine 3-seitige Pyramide und keine 4-seitige. Im Jahr 2011 griff ein 46-jähriger Engländer ein 13-jähriges, weil das Kind seinen Charakter im Spiel Call of Duty zu oft tötete. Ja, klar, sowas passiert öfter. Ja, war ja logisch. Sowas Absurdes kann man sich nicht ausdenken, das muss passieren, ne? Es gibt einen Baum, der 40 verschiedene Früchte wachsen lässt. Also ich kenne zumindest eine Geschichte, wie die Früchte in die Welt kamen, wo das gewesen ist. Und naja, wenn man den oft genug aufropft, mag das wahrscheinlich sogar gehen. Ja, sie haben tatsächlich so einen Baum gezüchtet. Paul McCartney komponierte die gesamte Melodie des Liedes Yesterday nachts in einem Traum. Ich glaube nicht. Okay, hat er doch gemacht. Also irgendwie ist die Anzahl der Warnaussagen irgendwie zu oft. Warcraft hatte nur 3 Entwickler, 2 von ihnen hatten vorher noch nie an Videospielen gearbeitet. Nee, das ist Quatsch. Ja. Der 6. Mann auf dem Mond behauptete, friedliebende Aliens kamen auf die Erde, um einen Atomkrieg zwischen den USA und der Sowjetunion zu stoppen. Wieso der 6.? Hey, Roland hat das doch, der war doch der Erste auf dem Mond und das hat da, haben doch dann die Arkoniden gemacht. Okay, super. Halo 3 inspired Bill Gates to invent the Internet. Ja klar, der hat das Internet doch nicht erfunden, so ein Käse. In Irland gibt es einen Vergnügungspark zum Thema Kartoffeln. Naja, und bei uns gibt es ein Restaurant zum Thema Kartoffeln. Ja. 61% auf Katzen präferieren Opera over Korean Pop Music. Opern statt koreanische Popmusik. Naja, irgendjemand wird so ein Blödsinn schon gemessen haben. Okay, hat er nicht gemessen. Charlie Chaplin wurde 1952 vom FBI verleumdet und aus den USA verbannt. Ja, ich glaube, da ist irgendwas dran, oder? Jawohl. Die britische Armee hat fast doppelt so viele Pferde wie Panzer. Aktuell noch? Ich glaube aktuell. Naja, wobei, die Frage ist, was sollen die mit Panzern auf einer Insel? Wahrscheinlich stimmt es sogar. Als George R. R. Martin jung war, schrieb er Geschichten über ein mythisches Königreich, welches von seinem Haustierschildkröte befüllt. Von seinem Haustierschildkröten verwirrt wurde. Ich weiß zwar nicht, wer das ist, aber ich rate mal ja. Okay. Die deutsche Sprache hat ein Wort für etwas, was durch eine gut gemeinte Aktion nur noch schlimmer gemacht wird. warte mal, wie war das Sprichwort? Besser als gut gemeint, nee, besser als gut ist gut gemeint oder so ähnlich. Die Sprache hat ein Wort für etwas, was durch eine gut gemeinte Aktion nur noch schlimmer gemacht wird. Ein Wort.
verschlimmbessert. Ja, wahrscheinlich, oder? Verschlimmbessert. Ihr müsstet den Leuten das Wort verraten, sonst können die ja nicht rausbekommen, was im Deutschen dieses Wort ist. Koala-Zähne stark genug zu überstehen Zeit und Raum. Soll das heißen, dass die im Weltraum überstehen? Naja, klar, Zähne sind auf einem ziemlich widerstandsfähigen Material, solange da kein Zucker und Säure dran kommt und die Bakterien drauf sind. Okay, das stimmt nicht. Na gut. Achso, wahrscheinlich, dass die dann in der Erde nicht. Planet of the Apes is based on a true story. Ja, klar. Bis jetzt ist es ja nicht passiert, so ein Keks. Oh, die Oktopusfarbe. Ein Baby-Oktopus hat bei seiner Größe ungefähr die Größe eines Flohs. Ja, die sind sehr, sehr klein. Juhu, wieder eine Errungenschaft. Super. Okay, der Erfinder des Pop-Ups erklärte später, dass es ihm leid hätte, erfunden zu haben. Ja, das glaube ich sofort. Ja, super. Sashimi means Rohfisch. Rohen Fisch. Ja, natürlich. Was sonst? Okay, es meint dann geschnittenen irgendwas. Was auch immer. Das erste Tier, was eine existenzielle Frage stellte, war ein afrikanischer Graupapagei, der fragte, welche Farbe er hat. Ein Graupapagei hat gefragt, welche Farbe er hat. Glaube ich nicht. Na schön. Honigbienen, die betrunken zu ihrem Bienenstock zurückkommen, werden bestraft. Die Bestrafung reicht vom Beinebeißen bis zum Beinverlust für Wiederholungstäter. Es wäre ja zu absurd, wenn das nicht wahr wäre, oder? Ja, klar. Der schiefe Turm von Pisa ist der am weitesten vom Menschen verursachte schiefe Turm. Nee, das stimmt nicht. Wir hatten in Stassfurt einen Turm, der war schiefer als der Fall, ist der schiefe Turm von Pisa. Siehst du? Nur, dass der schon abgerissen ist. J.K. Rowling wollte ein Harry Potter Musical machen. Nee, aber ich denke mal, sie hat eher nicht zugestimmt. Der originale Teddybär wurde von einem Cartoon über US-Präsident Teddy Roosevelt inspiriert, als er einen verwundeten Bären auf einem Jagdausflug verschonte. Nette Geschichte, aber unglaubwürdig. Echt? Na super. In China, John Steinbeck's The Gapes of Wrath ist translated as Angry Berries. Klar, warum nicht? Solche absurden Übersetzungen gibt es bei uns ja. Wrong, that's false. Okay, das nicht. Aber im Deutschen gibt es auch öfter solche englischen Pseudo-Übersetzungen. The Great Wall of China is the only human-made object visible from the moon. Also ich weiß, dass sie vom Mond aus sichtbar ist, aber ich glaube, es ist nicht das Einzige, weil die Pyramiden dürften auch sichtbar sein. Genau. Existiert eine 4000 Jahre alte Tontafel, auf der sich ein Kunde über schlechte Kupferqualität beschwert und sein Geld zurückfordert. 4000 Jahre gab es da echt schon Kupfer, aber ich glaube in den Gegenden schon. Ja. Die Schweden lieben Donald Duck so sehr, dass sie ihn verbieten mussten. Nee, komm schon. Echt? Was haben sie denn da verboten? Darf man den da nicht mehr angucken oder nicht ausstrahlen und nicht kaufen? Mark Wahlberg verbüßte 45 Tage im Gefängnis für versuchten Mordes an einem Vietnamesen mittern, als nachdem er ihn bewusstlos geschlagen hat. Wer ist Mark Wahlberg? Muss man den kennen? Keine Ahnung. Okay. Penguins are only known animals to fly with no one looking. Was? Pinguine sind die einzigen bekannten Tiere, die zu fliegen mit niemanden anschauen? Weil sie unter Wasser die Augen zu haben, oder was? Okay, falsch. Gut. Nur zwei Arten haben andere Arten domestiziert, Menschen und Ameisen. Was haben Ameisen denn domestiziert? Pilze? Ja, andere Arten sind vielleicht eher dazu angetan, zwar in Symbiose oder in Kooperation zu leben, aber wahrscheinlich nicht machen.
Aber Ameisen, zumindest weiß ich, dass die Pilze kultivieren und denen natürlich auch von. Ah, und die Ameisen benutzen ja auch die, wie heißen das, Blattläuse zum Melken von sozusagen als ihre Kühe. Also ich weiß zwar nicht, ob es die einzigen sind, aber beide haben auf jeden Fall andere Arten domestiziert. Ungefähr 62% der Amerikaner haben weniger als 1.000 Dollar auf ihrem Sparkonto und 21% haben nicht einmal ein Sparkonto. Ja, mit Sicherheit. Ja, so viel Kohle haben die meisten dort nicht. Zur Strafe für Fehlverhalten müssen thailändische Polizisten Hello Kitty-Armbänder tragen. Das ist schon wieder so absurd, das kann man sich doch nicht ausdenken, oder? Ja, Wahnsinn auf der Erde ist überall. Wikinger glaubten an eine riesige Ziege namens Heyerdrun, aus deren Euter endlos Bier fließt und die in Valhalla auf sie wartet nach dem Tod. Also ich muss sagen, ich habe von dieser Ziege noch nie etwas gehört. Von Valhalla schon. Also das glaube ich diesmal nicht. Okay, passt. Am 1. April 2007 versandte Google eine E-Mail an seine Mitarbeiter mit dem Warnhinweis, dass eine Python im New Yorker Büro entflohen war. Das glaube ich sofort. Ja. Das Essen einer Eisbärenleber würde dich töten aufgrund des erhöhten Vitamin A-Gehalts. Also zumindest weiß ich, dass Vitamin A tatsächlich glaube ich, eine toxische Wirkung haben soll ab einer gewissen Grenze. Also weiß man nicht, warum die so viel Vitamin A produzieren, weil eigentlich mit dem Fell, aber mit dem hellen Fell haben sie ja da auch ziemlich viel Sonne und so weiter. Naja, wer weiß. Okay, also Eisbärenleber sollte man lieber nicht komplett essen, sondern eher stückchenweise, nicht alles auf einmal. Mit dem Stand von 2011 haben Spieler zusammen 5,93 Millionen Jahre mit dem Spiel von World of Warcraft verbracht, fast so lange wie die Existenz der menschlichen Spezies. Also 2011, wann ist das Spiel rausgekommen? Wie viele Millionen haben die gespielt? Das heißt, wenn im Schnitt 1 Million Spieler das Spiel 6 Jahre lang gespielt haben, also zumindest könnten die Zahlen wahrscheinlich rechnerisch möglich sein. Aaron Paul und Brian Greston wurden beide zusammen tätowiert, als Breaking Bad endete. Keine Ahnung. Okay, das stimmte nicht. Also korrekt geantwortet. Beretta ist die älteste Pistolenfabrik der Welt, gegründet 1526 in Brescia, Italien. Haben die Italiener die ersten Pistolen hergestellt? Wahrscheinlich Einfachlader und so weiter. Keine Ahnung. Okay, die Italiener haben 666 ist die Summe aller Zahlen auf dem Roulette-Rad. Also mal überlegen, es geht von 1 bis 36. Das heißt, 36 mal 15. Also ich habe dann noch 35 bis zur Hälfte sind es 15, 16, 17. Also 17 mal 36 ist nicht 666, ist verkehrt. Was? Wie kann denn das so viel ergeben? Okay, hätte ich jetzt nicht gedacht. Habe ich auch nicht. Haha. Alabama hat Pi umdefiniert zu 3,0, um es in Einklang mit biblischen Werten zu bringen. So ein Blödsinn könnte denen bestimmt einfallen. Okay, es ist, sie haben es nicht angestellt. Aber warum nicht? Religiöser Wahnsinn führt zu allem Möglichen. Der weltweite Teekonsum ist höher als der Konsum aller hergestellten Getränke zusammen. Naja. Möglich. Okay. In Mexiko können Künstler ihre Steuern durch ihre Kunstwerke bezahlen. Wahrscheinlich.
Im antiken Rom war eine Toga das Gegenstück zum heutigen Anzug, hauptsächlich getragen bei Geschäften, religiösen Riten oder vor Gericht. Naja, zumindest es gab Togas, die das waren. Ja, okay. Jetzt habe ich aber keine Lust mehr. Kann man nicht Adventures machen? You have no adventures available to play. To grab Owl Rescue DLC for free on Steam. Okay. Der DLC ist frei. Dann hole ich mir den doch gleich mal noch dazu. Also es gibt ein True or False Expansion Pack. Das kostet aber 2,99 €. Owl Rescue. Okay, da ist es. Adventures? Oh, ein Adventure. Eulenrettung. Also, Pancakes are one of mankind's oldest prepared foods. Super. Pancakes? Nee, bestimmt nicht. Wrong, that's true. Virtually every culture has their own version of them. Okay. There is no word for please in Japanese. Could you do me a favor? Okay, in Japanisch gibt es kein Bitte. Okay. Actually, there is no word for please in Danish. Okay, also in Dänisch muss man nicht Bitte sagen. The first design document for a vast space exploration video game with 10 billion planets was written in 1983. Ja, weil die haben es zwar nicht umgesetzt, weil es einfach zu öde war oder weil der Speicher nicht ausgereicht hat. Aber ich hatte was drüber gelesen. It was done by America's Astronomer Carl Sagan. There is a garden in England filled only with plants that can kill you. Ja, bestimmt. Correct, that's true. Don't touch or smell any of those flowers and plants, since they could kill you. Leprechauns taste like chicken. Leprechauns? Keine Ahnung. Okay, das ist verkehrt. Also es war korrekt richtig geantwortet, dass es verkehrt ist. In Nordkorea you are forced to choose one of 28 government approved haircuts. Nordkorea. Würde ich den jetzt sogar glauben? Korrekt. Okay. Breaking the rules could leave people facing a brush with the law. Okay. Turkeys are actually a very large type of moose. Moose. Ich weiß leider nicht, was Moss ist. Correct, that's false. Turkeys are intelligent and sensitive animals that are highly social. Ah ja. Das heißt, Moss war dann irgendwas Negatives. Windows Vista has the biggest leap forwarding in computing history. Windows Vista, Touch-Bedienung für Windows. Was soll denn da der biggest leap gewesen sein? Also mit Sicherheit nicht. Ja. Macaques Monkeys in Japan learn to steal purses and wallets. Ja, das auf jeden Fall. Korrekt, that's true. They take out the coins and use them to buy drinks and snacks from vending machines. Cool, eh? Apple is trying to patent a paper bag. Aktuell oder gewesen oder irgendwann? Eine Papiertasche. Also, die mögen ja viel Blödsinn machen, aber ich wüsste nicht, warum sie das machen sollen. Okay, und warum ist es wahr? The red-eyed black squirrel is the only known squirrel to lay eggs. Ein Eichhörnchen, das Eier legt. Ja, klar. Ja, das ist falsch. Eminems Mom, Debbie, sued him for 10 Millionen Dollars. Okay, das heißt, sie hat ihn für 10 Millionen Dollar verklagt. Das glaube ich an der Stelle sofort. Ja.
Ein Vater hat hired gamers to kill his son in video games so that his son would get alive. Also er hat andere dafür angeheuert, dass sie seinen Sohn in Videogames fertig machen, damit er hoffentlich ein reales Leben lebt und nicht in den Videogames. Korrekt, that's true. A man in China was frustrated and his adult son increased gaming habit. Ja. Shouting into a phone helps the other person hear you. In einem... Nee, ich glaube, das funktioniert nämlich gerade nicht, weil wenn die Störungen da sind, brauchst du auch nicht lauter zu sprechen. In most cases it will just rattle your phone's microphone and distort the sound of your voice. Ja. Some political prisoners in China were forced to play World of Warcraft and other games to gather virtual currency. Ja, bestimmt. Korrekt, that's true. Das waren 300 Gefangene, welche dazu gezwungen wurden, 12-Stunden-Schichten zu spielen und zu campen in the camp. Ja, und $700 pro Tag zu erspielen. Nordkoreaners Wissenschaftler haben ermittelt, dass Nordkorea ist das glücklichste Land. Ja, wahrscheinlich haben sie das gemacht. Auch wenn es wahrscheinlich nicht stimmt dann. Correct, so aktuell they have concluded that North Korea is the second happiest. Es ist das zweitglücklichste Land nach China. McCammer chose the name because he used to be a carpenter. Okay, keine Ahnung, aber auch das wird schon wieder etwas eintönig. Weil irgendwie passiert ja trotzdem nichts, ob ich jetzt die Eule rette oder was auch immer das überhaupt sein soll. So, was ist denn jetzt das Spiel? All Gypsies live in caravans. Frage 1 von 10. All Gypsies. Gypsy King. Wüsste ich nicht warum. Korrekt, that's false. Okay. Disneyland stellte Doritos, ursprünglich aus übrig gebliebenen Tortillas her. Ach, Doritos. Bestimmt. Okay. There are no windows in South America. No windows? Wieso, weil sie das Zeug anders nennen oder was? Also, und so warm ist es da mit Sicherheit nicht überall, dass sie keine Fenster bräuchten. Okay, ist verkehrt. Konstantin II., der letzte König Griechenlands, gewann bei den Olympischen Sommerspielen 1960 die erste olympische Goldmedaille für Griechenland seit 1912. Nee. Du hast verloren. Aha, ich muss also 10-mal richtig beantworten. Na super. There's an Abaddon Subway Station under City Hall in New York that no train stops at... But you can see. Ja, die haben mit Sicherheit eine Abaddon-Dingsbums. Okay. Das erste Tier, was eine existenzielle Frage stellte, war ein afrikanischer Graupapagei, der fragte, welche Farbe er hat. Was habe ich denn da vorhin geantwortet? Ich habe falsch geantwortet, oder? Okay, er hat die Frage gestellt. Der Kauf Alaskas durch die Vereinigten Staaten von Amerika, von Russland, wurde ursprünglich von den US-Bürgern mit Andre Johnsons Eisbärengarten verspottet. Bestimmt. Juhu, eine weitere Errungenschaft geschafft, freigeschaltet. Bots have outnumbered humans on the internet. Bots haben eine... Outnumbered humans on the internet? Also, dass es mehr Bots im Internet gibt als Menschen? Ja, mit Sicherheit. Der katholische Bischof Robert Gossetteste beschrieb 7 Jahrhunderte vor dem Big Bang-Theorie die Geburt des Universums als eine Explosion. Möglich. Rowan Atkins, der Actor who portrays Mr. Bean, has a Master in Electrical Engineering. Was soll ich denn darauf jetzt antworten? Woher soll ich denn wissen, ob der einen Abschluss in elektrischen Dingsbums hat? Okay, stimmt aber.
Norway will be the first country in the world to shut down FM radio and go digital instead. Norwegen. Ja, ich glaube schon, weil die Reichen haben dann bessere Reichweite und sind besser zu empfangen. Beretta ist die älteste Pistolenfabrik der Welt in Italien. Das war vorhin schon richtig, das ist jetzt immer noch richtig. Letzte Frage. Das englische Wort Bookkeeper und seine Variation ist das einzige ohne Bindestrich geschriebene Wort mit drei aufeinanderfolgenden Doppelbuchstaben. Oh. Von mir aus. Jo, ich habe das Spiel gewonnen. Ja und nu? Das war's. 10 von 10 Fragen. Als Michael Bay ein Kind war, hat er seine Spielzeugzüge mit Böllern in die Luft gesprengt und hat die Ergebnisse gefilmt. Ihr habt zu wenig Falschfragen. Ich habe gewonnen. Achso, die Fragen wurden vorher gezählt. Okay, irgendwie mehr gibt's nicht. Also, wenn ihr Lust habt, ein paar Fragen zu beantworten und euch mit absurden Informationen zu füttern, dann könnt ihr das Spiel spielen oder eben auch das Adventure mit der Eule runterladen. Wobei ich immer noch nicht weiß, was es bringt, das Adventure zu spielen. Weil ändern tut sich hier trotzdem nichts. Also dann bis zur nächsten Folge und viel Spaß damit. Tschüss!